Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von vom Bausimulator. Ne? Ich muss gerade mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Da müssen wir hin. Ja, da war mit dem guten Stück nicht so direkt dorthin fahren konnten, habe ich mir jetzt erstmal den LKW hier gemietet und den Anhänger. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich einen Anhänger für unseren Kipper finde, mit dem ich das machen kann. Aber Spiel sagt nein. So. So, dann sichern. Beziehungsweise lösen. Gesichert war es ja. Wie kann ich diese blöde Tutorial-Anzeige denn ausblenden? So, das da soll ich jetzt ebnen. Steuerung ist... sehr gewöhnungsbedürftig. Oh, das schaut aber gar nicht mal so verkehrt aus. Könnte schlimmer sein. Wie gesagt, die Steuerung ist unglaublich gewöhnungsbedürftig. V ist Construction View. Ah. Sieht insgesamt gar nicht so schlecht aus.
So, runter. Ich wollte immer noch gucken, ob es da eine Ansicht gibt, mit der man die Innenperspektive hat. So. Der Mitte fehlt noch ein bisschen, glaube ich. Ah, 100 haben wir voll. Okay. Haben wir voll. Sehr gut. Muss ich die jetzt wieder wegbringen, oder? Also muss nicht, aber... So, können wir direkt noch eine Erdbauwalze besorgen. Das machen wir natürlich. Falsche Richtung. Nein, 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 nein. Schwierig. Na, 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 na. Halleluja. Halleluja. So, die ist gesichert. Rampen kommen hoch. So, dann besorgen wir jetzt die Walze. Uff, 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 uff. So, Rampen runter.
So, jetzt brauchen wir eine Erdbauwalze. Gut, besorgen wir eine. Filter. Erdbauwalze, da haben wir doch schon Bomag. Von Hammer. Wir können auch gleich hier filtern. Die kostet 1800. 1800. Kosten alle 1800. Also ist im Prinzip egal, welche wir nehmen. Dann nehmen wir die. Die gefällt mir. Kann ich eigentlich die Geräte auch wieder zurückgeben? Oder sind die immer für den ganzen Tag gemietet? Fuhrpark. Planierraupe. Zurückgeben. Dann wird sie billiger, oder? Zahle ich dann entsprechend weniger? Das wäre ja nicht verkehrt, ne? So. Das Tutorial-Ding, da hätte ich gerne ausgeblendet. Falls jemand weiß, wie das geht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Was haben wir denn bei der 4? Ah, okay. 3. Ist dann die Maschinen. Ah, okay. 2 ist der Standort, 1 ist das Handbuch. Kann ich hier irgendwie... Mauszeiger, ja, Gesamtlautstärke, Video, Spiel, Navigationshilfe, ja, aber ich hätte gern dieses Tutorial-Ding weg. Das geht mir nämlich ziemlich auf den Keks. Schnellauswahl 1, 2, 3, Construction View. Funktionsmodifikator, so. Hilfe, Steuerung, F1, Karte, M. Licht. Oh, wir haben Blinker. 5 und 6 sind Blinker, aber 9 ist Warnblinker. Okay. 5, 6 und 9. Und 0 für die Rundumleuchten. Tja, keine Ahnung. Also wer es weiß, kann man das gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das Ding hier ausblenden kann. Das wüsste ich nämlich zu gerne. Construction View. Ist mir ein Rätsel. Ist mir ein echtes Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Kies verdichten machen wir.
Aha. Was war das? 5 und 6 waren Blinker, ne? Mit Frontantrieb ist das hier natürlich sehr ungeschickt. Wieso haben die Fahrzeuge hier Frontantrieb? Dann hänge ich dazu noch hier irgendwie fest. Ach, da ist der Kiesweg. So, runter mit den Rampen. Ja, ich finde hier alle Informationen, aber ich will... Ach, jetzt ist es weg. Halleluja. So. Müssen wir die auch irgendwie... Ne, ich glaube, wir fahren einfach nur drüber, ne? Irgendwas passiert hier nicht so, wie es soll. Aber normalerweise haben die auch einen Rüttler, den man anmachen muss, ne? Hm. Was haben wir denn hier? Verdichten. Ha. Tempomaten hätte, der schön langsam fährt, wäre das perfekt. Sehr, sehr schön.
fahre jetzt einfach in den Dreck, weil ich es kann. Ups, da müssen wir. Ah, das machen wir aber nochmal richtig, ne? Ja, irgendwann haben wir die Maschinen auch alle mal selber. Das sind ja jetzt nur Mietgeräte. Oh, okay. Für die neue Begrünung muss etwas Erde auskommen. Den Baggerlader, den ich schon kennengelernt, das sollte für die Aufgabe gut geeignet sein. So, das bringen wir aber natürlich noch weg. Wobei, das kann ich auch einfach... Bringen wir noch weg. Wie sich das gehört, bringen wir die Geräte zurück. Ich spiele das ja schon gern eher etwas realistisch. Klar könnte ich die jetzt einfach zurückgeben und dann wären sie wahrscheinlich weg. Ich weiß, über 3 kann ich. Ich drücke gleich die 3, dass das hier... So. Mann. Dann machen wir das halt so. Muss ich das tatsächlich machen? Ich will nicht. So. Das machen wir gerade. Ich soll ja unbedingt in den hier jetzt sofort einsteigen. So, jetzt will ich aber erstmal wieder an meinen Mac zurück. Dass wir die Sachen hier schön zurückgeben können. So, egal. Hoppsa. Hoppsa, haben wir ein bisschen die Ecke mitgenommen. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. So. Okay, das sind also zwingend die Blinker in der oben, also nicht in dem 10er-Feld, sondern die in dem anderen. So. Jetzt können wir es zurückgeben. Fuhrpark Bauwalze zurückgeben. Zugmaschine zurückgeben.
Multi-Auflieger zurückgeben. So. Oh, die nehmen sie trotzdem komplett. Okay. Ich dachte... Upsa. Dann, zahlt man nur einen Teil. Aber gut. So. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch mal die heutige Folge, ne? Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid dann auch das nächste Mal mit dabei. Ja, wenn wir in den nächsten Part von der, wenn wir die Pflanzgrube ausheben gehen, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.